Das ist so frech, frech ist das. Ja, dann mach die Antwort. Ah, ich darf die Antwort mal, okay. Darf. Ja, das ist jetzt zu spontan. Ich habe keine, ich meine, ich bin ein taubes Nüsschen, ja. Du bist ein taubes Nüsschen, ja. Wir sind alle taube Nüsschen. Ja! Herzlich willkommen zu Für Nüsschen, der Sendung, die wir mit taube Nüsschen beginnen, aber ironischerweise könnt ihr uns gar nicht hören, wenn ihr taub seid. Ach, verdammt. Vor mir sitzt Klaus. Wuhu! Und hinter mir sitzt Dirk. Wuhu! Der einzige Podcast, der live von einem Zweierbob moderiert wird. Ich könnte dir keine Bobstrecke nennen. Ich glaube nicht mal eine Bobstrecke? Ne, die haben doch alle Namen, die heißen auch Hockenheim, so wie Tiroler 3000 oder sowas. Genau. Monaco. Ja. Oh, wir dürfen keine Zeit verlieren. Es wird heute super, du wirst dich freuen. Oh, nein, ich habe schon ein bisschen Angst, nein, weil wir nein. Die Woche schon privat über so viel Blödsinn geredet haben. Nein, jetzt ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, lass. Ich hab überlegt, das ist halt einfach das, worüber wir schon so oft geredet haben und wir sind da, glaube ich, einfach heiße Füchse drin. Und zwar, verrate mir, nein, das ist ja keine Frage, das ist ja ein Fifetsbock. Was sind deine besten Haushaltstipps? Haushaltstipps? Ja, ich will jetzt hier keine Lifehack-Scheiße hören, sondern schön wie Oma damals Haushaltstipps. Da kannst du jetzt mal Oma richtig vom Stapel lassen. Alles mögliche, wie du Flecken mit den lustigsten Sachen rauskriegst, etc. Das ist wir haben ja alle mal, das ist ein schöner, ekelhafter Trip. Trip. Oh Gott. Soll das echt Wasser trinken? Schöner, ekelhafter Trick. Und zwar ekelhaft deswegen, warum er funktioniert. Wir alle haben ja öfter mal einen verstopften Abfluss im Waschbecken. Ja. So, und das liegt ja, also gerade im Waschbecken im Bad, und in der Küche vielleicht ein bisschen seltener, liegt es ja häufig mal daran, dass Haare im Waschbecken sind. Ja. Die sind zusammen mit dem Fett, das wir uns so vom Körper waschen, zusammengehalten. Und der Haushaltstrick ist, ein bisschen Spülmittel reinlaufen lassen und dann heißes, fast kochendes, natürlich nicht kochendes Wasser, reingießen. Ja. Dann löst sich dieser Knoten wieder, weil die Haare vom Fett zusammengehalten werden. Das Spülmittel löst das Fett und Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturregel besagt, heißeres Wasser sorgt für einen besseren Stoffwechselprozess oder in dem Fall einen besseren Fettlöseprozess. Entsprechend heißes Wasser und Spülmittel. Juhu. Das war mein Haushaltshack. Nice. Tipp Nummer 1. So schön. Ja. Oh, warte, wir könnten die Folge Hacks nennen. Ich habe doch gesagt, ich möchte diese Live-Hacks-Scheiße nicht hören. Ja, aber Hacks. Ja, lustig. Okay, dann gib uns deinen Tipp zum Kartoffelbrei. Nein, es sind so viele. Der erste, der mir immer einfällt, Wachsflecken im Teppich. Kennen wir alle. Mit unseren hast du keine Taschentücher mehr? Ach, du hast Wachsflecken gesagt. Ach, du bist so gut drauf heute. Liegt daran, dass es schön das glatte Gesicht wieder durchdrückt. Ja, ist nämlich leicht rasiert und das ist jedes Mal total irritierend. Aber auch im Gesicht. Weg. Ja, Gottes Willen. Ja, also man hat also halt wie, vielleicht mal erster Haushaltstipp, wie kriegst du die Wachsflecken in den Teppich? Du hast doch gerade deinen ersten schon gelassen. Na, wenn du halt abends, keine Ahnung, eine eigene Messe vollführst und dann gerade wieder die Gebetskerze angezündet hast und dann beim 500. Ave Maria vom Ipanema die Kerzen umtanzt. Das heiße Wachs besprochen und dann ist was runtergetropft. So. Mir wurde auch zugetragen, dass es manchmal schwierig ist, uns zuzuhören, weil wir parallel sprechen und versuchen, den anderen bewusst zu unterbrechen. Dessen bin ich mir nicht bewusst. Nein. Okay, du hast Wachs in deinem Teppich und popelst das Grobe erstmal raus. Was denn? Knüller, ja. Und dann, jetzt kommt der totale Haushaltstipp, du legst eine Zeitung darauf und nimmst ein Bügeleisen. Genau, und das machst du dann auf Stufe 1. Wir müssen das nicht ergänzend sagen, wenn wir es schon kennen. Das habe ich eben bei deinem Scheiß-Tipp auch nicht gemacht. Wie ein Ehepaar rede ich dir ein bisschen rein. Ja, okay. Und dann bügelst du halt immer drüber. Und dann das bügelst heiße, du immer drüber. Ja. Das Wachs erwärmt sich, wird flüssig, wird von der Zeitung aufgesogen und du schiebst die Zeitung immer ein bisschen weiter rüber und nach circa 10 bis 20, 30 Sekunden ist das weggebügelt. Wuchinga! Aber was mache ich, wenn ich meine Zeitungen digital lese auf dem Smartphone? Ja, dann legst du dein Pad auf den Boden und bügelst du auch nicht rauf. Okay, gut. Hier habt ihr es zuerst gehört. Das war Haushaltstipp. Nummer 2. So, weitere Haushaltstipps. Ich habe dich nicht vorbereitet, aber ich sag mal, alter Hausfrauentipp.
wo wir gerade bei Zeitungen sind, mit den Zeitungen die Fenster trocken wischen. Ja, stimmt. Für das Streifenfreie Sauberkeit. Ja. Ja, da braucht man gar nicht, obwohl ich diese Abzieher ja ganz geil finde. Du hast einen Abzieher zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Nice. Der ist übrigens auch natürlich für die Dusche sehr, sehr praktisch, wenn man nicht halt jede Woche wie wild seine Kalkflecken wegwaschen will oder wegputzen will. Das ist ja leider echt ein Albtraum. Weil Berlin ja, glaube ich, das härteste oder mit eins der härtesten Wasser in Großstädten hat in Deutschland. Und ich glaube, Köln und Düsseldorf haben braunes Wasser, ich weiß nicht genau. Aber das war vermutlich einfach nur Kohle. Kannst du die Verlängerung von deinem Mikro? Ach, klingelt immer ein bisschen gegen, ne? Genau. Oh, wundervoll, absolut. Ja, warte, ich lege es hier ein bisschen weiter höher. So ist schön. Ah, oh, schön. Ich habe schon wieder so. Was ist denn das? So ja, also. Das ist live. Wo waren wir gerade? Bei deinem Haushaltstipp mit der Zeitung. Ja, genau. Wenn ihr die Fenster putzt, einfach statt sie wie gewohnt vielleicht mit eurem Duschtuch zu trocknen, mit einer Zeitung drüber. Ich habe heute einen Knallertipp gehört, den könntest du vielleicht sogar noch durchführen, wenn du was noch übrig hast. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass alles weg ist. Weißt du, was man mit unparfümiertem Katzenstreu noch alles so anstellen kann? Du kannst das, also ich weiß nicht, ob es dafür unparfümiert sein muss, aber du kannst das, wenn du Wasser in deine Elektronik hast, fließen lassen. Mhm. Benutzen, um die Flüssigkeit aus der Elektronik zu ziehen. Ah, wie diese komischen Granulatpäckchen, die immer überall drinne liegen, wenn du irgendwas kaufst, oder? Genau, die oder halt Reis ist auch eine Methode. Reis zieht die Flüssigkeit auch. Also einfach dann in den Beutel. Wie viele Handys, die halt schon mal ins Klo gefallen sind, wurden danach in einen Beutel mit Reis einfach eine Nacht gelagert? Deswegen sind die ja jetzt alle IP66 oder IP67 und können auch eine halbe Stunde unten im Siphon schwimmen. Wofür steht IP müssen? International Protection oder sowas, ne? Das weiß ich nicht, ja. Also das Kürzel auf jeden Fall, was da euch verrät, wie Spritzstaub oder andere Schutzummantelungen euer technisches Gerät halt vorweisen kann oder welche Klasse. Was ist ja alles nur da, weil Leute ihre Sachen ins Klo fallen lassen. Ja, das stimmt. Was ich eigentlich verraten wollte bezüglich Katzenstreu. Katzenstreu soll man angeblich, wenn es halt nicht parfümiert und naturbelassen, was auch immer das heißt, ist, dann soll man das mit etwas Wasser, kann man daraus eine wunderschöne Gesichtsmaske machen. Kein Scherz. Also natürlich das Frische. Ne? Ja, aber wenn ich Parfümiertes nehme, habe ich ja nicht den Nebeneffekt, dass mein Gesicht dann gleichzeitig noch gut riecht nach der Gesichtsmaske. Stimmt, das stimmt. Vielleicht auch für die Achsel gar nicht schlecht. Ja, wollen wir Achsel mal fragen. Nee, es soll angeblich halt irgendwie durch das leicht Körnige, soll es so eine Peeling-Funktion kriegen und durch diesen starken starke Saugfähigkeit soll es dir, sofern du halt einer von den stark fettenden Hauttypen bist, dir das Hautfett so ein bisschen raussaugen und dann in so einen schönen Balance bringen, dass du danach erstmal so eine Babyhaut hast. Also leicht mit Wasser anrühren, das soll dann halt so ein bisschen matschig werden auf Hautauftrag, soll komplett durchtrocknen, es zieht dann wohl auch ein bisschen, dann runter und dann hast du zarte Haut mit Katzenstreu. Also war das heute bei Bibi? Bibi und Tinas geheime Lifehacks. Hallo, ich bin wieder eure Bibi. Ich habe heute ein bisschen Katzenstreu geholt. Ich war gerade draus machen, aber ich mir jetzt eine Gesichtsmaske draus. Also wenn der kleine Frechdachs nachts aufsteht, also ich meine mit einer Katze oder einem Kater und dann ins Töpfchen pinkelt, einfach mal das Gesicht danach reinhalten. Das könnte euch das Leben... Dann ist auch noch schön warm. Dann ist auch, wenn du es sagst. Und ich meine, wie viel Therapien mit Eigenurin hat man gemacht, ohne die heilsame Kraft des Katzenurins zu nutzen, wie wir wissen, mit dem Teufel im Bunde sind. Hast du gewusst, was man alles mit Luftballons anstellen kann? Nein, nicht irgendwas Sexuelles, was du jetzt denkst. Was kann man noch mit Luftballons anstellen, außer Sex? Du hast halt ein... Du hast, sag mal, das kommt dir bestimmt gelegen. Du hast diverse Scotch-Gläser auf deinem schönen selbstgebastelten Coffee-Table und irgendwelche betrunkenen Halunken kommen da öfter gegen und rutschen und das Glas fängt an zu rutschen und knallt vom Coffee-Table. Und denkst jetzt so eine rutschfeste. Jetzt einen mit Urin gefüllten Ballon, den ich dir ins Gesicht werfen kann. Als du nimmst einfach einen Luftballon. Ohne Luft, also ohne aufgeblasenen Knoten, sondern einfach nur schneidest oben quasi dieses Mundstück ab und krempelst das restliche Stück vom Luftballon, stülpst du unten über den Boden des Glases und hast somit einen rutschfesten Untergrund und dann kannst du halt das auch einfach auf deinen Tisch stellen und der betrunkene Halunke, der zu Gast bei dir ist, kannst nicht ohne weiteres umschubsen, weil da muss das echt richtig kippen und nicht einfach nur rutschen.
Das ist doch schon mal ein guter Tipp, das oder? Ist ein guter Tipp, ja. Was guckst du mich jetzt so an? Was das für eine ausgelassene Feier ist, wo so ein paar erwachsene Männer mit Luftballons und ummantelten Gläsern. Frag Oskar, der will sich freuen. Hm. Ja. Hm. Ja, pass auf, im Sommer hat man ja gerne mal Fruchtfliegen in der Küche. Gerne, ja klar. Ich habe extra Annoncen geschrieben, dass die kommen. Es ist sonst langweilig im Sommer. Ja. Die wuseln da ja immer rum, möchte den Müll ja nicht jeden Tag 5-mal rausbringen. Ja, oder monatlich dann, oder so. Ja. Oder überhaupt einfach mal oder so generell, so eine angebissene Melone. Alle 5 Jahre ja wird die Wohnung kleiner. Eine Woche. Hörst du mal, 5 Zimmer? 2. Ich hatte immer 2 Zimmer. Geh nicht hinter die abgeschlossene, verriegelte Tür. Tapezierst du gerade deine Tür zu? Nein. Ein Glas mit ein bisschen Fruchtsaft. Das zieht die Fliegen an, dann ein bisschen Spüli oben drauf. Nice. Fruchtsaft ist egal. Der Fruchtsaft ist egal. Vergesst nur Saft, Apfelsaft, Grenadine-Schorle. Genau. Ein bisschen Spülmittel oben drauf, so dass die Oberflächenspannung zerstört wird. Dann versinken die Fliegen nämlich darin. Und, Tipp, dann hat man einen fruchtigen Eiweißcocktail nach ein paar Tagen. Kannst auch wegschütten. Nein. Also, du hast dann bestimmt auch ein gutes, frisches, selbstgemachtes Spülmittel, also beziehungsweise gestrecktes Spülmittel. Also Fliegenmehl soll wohl auch in der Futtermittelbranche groß im Kommen sein. Naja, weil Insekten Fischmehl, generell, ne? Ja genau, weil Fischmehl ist halt so aufwendig und die Überfischung der Meere ist ja tatsächlich ein Problem. Ja. Aber wenn jetzt jeder einfach, wenn ihr bei euch zu Hause eine Fliege findet und die in Umschlag packt und an die Lebensmittelindustrie schickt, ja, klar. Die freuen sich. Ja, ja. Na, ich meine Insekten, ne? Nahrung der Zukunft. Proteine, ohne Ende, heißt es immer wieder, soll nach Hühnchen schmecken, bla bla bla. Ja. Na, ich meine, was schmeckt nicht nach Hühnchen? Ja. Ja. Katzenstreu, da hatte ich noch einen. Eine Schüssel Katzenstreu einfach oder ein kleines Schälchen Katzenstreu einfach in den Kühlschrank stellen, wenn unangenehme Gerüche aufgetreten sind, weil man, keine Ahnung, irgendwie... In den Kühlschrank gefurzt hat? Ja, oder man hat beim Sushi... Meister bestellt und hat es nicht aufgegessen und das liegt schon seit 3 Tagen da und möchte es aber nicht wegschmeißen, weil optisch ist das schon irgendwie ein Hingucker. Mhm. Optisch ist es ein Hingucker, nice. Und daneben einfach ein Katzenstreuschälchen hinstellen, das soll angeblich diesen Geruch absorbieren. Schmeißt es trotzdem irgendwann weg aus dem Kühlschrank. Ja. Also verlasst euch nicht zu sehr aufs Katzenstreu. Wäre jetzt noch mein ergänzender Tipp. Sagt der Typ, der Müll im Sommer lagert. Oh, ich kannte mal jemanden oder kenne jemanden. Der heißt Mülldi Haldo. Der in seiner Single-Wohnung gesagt hat, wisst ihr was, immer dieses Runtergehen, manchmal ist unten ja auch der Müll einfach komplett belegt, das heißt Wertstoff als auch Hausmüll, packe ich doch Speisemüll, also sagen wir Essen, was ich definitiv mir esse oder angebrochen oder abgelaufen oder sowas, ins Tiefkühlfach, kann ich vergammeln. Coole Idee. Ja. Und dann irgendwann ausziehen und sagen, Kühlschrank lasse ich drinne. Ja, also nicht je nachdem, wie groß das Tiefkühlfach so ist, aber ganz gut, zumindest eine Zwischenlösung. Ja, ja. Diese ganzen, kennst du diese selbstgebastelten Wespenfallen für den Sommer? Da haben meine Großeltern hatten eine auf dem Balkon. Also eine selbstgebastelte? Ja, also sehr einfache, halt nur so eine Zentis-Marmeladenpackung. Es muss Zentis aber auf jeden Fall sein. Muss Zentis sein? Nee, es war halt einfach ein bisschen einfacher. Ich war nochmal die Zentis-Werbung. Zentis! Wer hat es erfunden? Die vom Zentis. Nee, war es nicht einfach nur so ein weiß ich nicht mehr. Zentis-Gesang? Weil Zentis kennt man ja irgendwie. Na, oder ich kenne die halt, weil die Plastikschalen hatten mit der Marmelade. Was? Diese kleinen, die im Restaurant? Schon so 100, 200 Gramm, würde ich sagen, mit einem Plastikdeckel. Und da war es leichter, die Löcher oben reinzustechen für die Wespen. Okay, erzähl erstmal generell die Falle. Also, ich dachte auch, das meintest du. Also so ein klassisches Marmeladenglas oder so eine Marmeladenpackung, wo noch ein bisschen so Restmarmelade drin ist. Okay. Und dann Schnaps reingegossen. Und der süße Geruch zieht die Wespen an und dann sticht man halt das Loch rein von oben, sodass es sich nach innen wölbt. Ja. Und dann kommen die Wespen rein, denken, oh geil, was Süßes. Naschen so ein bisschen davon. Wie denken sie das nochmal? Oh geil, was Süßes. Was so Wespen halt denken. Und dann werden sie aber ein bisschen betrunken von dem Schnaps. Wenig überraschend, wie wir auch. Und kommen nicht mehr raus. Das ist und dann sammelt sich da halt so ein Wespenfriedhof im Marmeladenglas. Ja. Ich kenne einfach nur dieses Einmachglas mit Zuckerwasser.
wo dann halt elendig viele Wespen drin, aber auch viele halt einfach nur da auch wieder rauskommen und dann halt irgendwann lernen, auf den totschwimmenden Wespen zu landen, um dann halt zu schlabbern und wieder wegzufliegen. Mhm. Und darauf basierend ist so eine Wespenfalle entstanden, wo man halt so eine Einwegflasche Plastik anderthalb Liter nimmt, beziehungsweise man braucht drei davon. Man schneidet in den Hals, ab dem Moment, wenn er sich verjüngt nach oben, schneidet man zwei Löcher rechts und links rein und da steckt man von zwei weiteren Flaschen abgeschnitten die Verjüngung. Also ab der Verjüngung schneidest du ab, dann jeweils, wo der Schraubverschluss beginnt, steckst du halt rein, sodass du wie so zwei Trichter nach außen hast und dass die Wespen halt den Duft des Zuckerwassers besser halt irgendwie annehmen können, da reinfinden. Oben schraubst du die Flasche zu, dann machst du es ein Drittel, glaube ich, mit diesem Zuckerwasser voll. Und wenn die Wespen dann da reinkommen, ist es egal, ob sie direkt im Wasser sind oder nicht. Die werden halt aufgrund der visuellen Fähigkeit mit Öffnungen, bla bla bla, und da es alles durchsichtig ist, wohl nicht mehr rausfinden. Das heißt, du hast dann vielleicht 20, keine Ahnung, Prozent in der Luft und 80 im Wasser, aber du kriegst halt auch die in der Luft da drinnen gefangen. Also ich habe das mal halt gebastelt, es hat nichts gebracht. Aber ich habe es gemacht. Ich habe dann so ein paar Sachen gegoogelt, was man halt noch machen könnte, was definitiv was bringt. Ich hatte nämlich komischerweise in meiner Zwischendecke im Sommer, in meiner alten Wohnung war das, wo das Kabel aus der Zwischendecke rauskam, nach dem Duschen gesehen, wie da drei Wespen hingen. Die Geschichte, glaube ich, habe ich damals erzählt. Und dann, nachdem ich fertig war mit Duschen, habe ich dann gemerkt, dass in meinem kleinen Badezimmer, glaube ich, 10 Wespen waren. Und die kamen alle aus der Zwischendecke. Und dein Badezimmer ist ja viel zu klein für 10 Wespen. Die haben sich beschwert. Die standen alle in der Reihe und sagten, ich will mal dran hier. Und dann habe ich halt diese komische Falle gebaut. Die hat nichts gebracht. Und dann, was wirklich was gebracht hat, aber dann halt auch 3 Wochen stank, war Kaffeepulver auf eine kleine Untertasse packen und dann anzünden. Und das qualmt und mölmt permanent. Also einmal angezündet, mölmt das eine Stunde oder so. Und dann habe ich irgendwann auch dann schon mit Wasser das gelöscht. Und das war halt, also es war halt alles voll gequalmt und die ganzen Wespen waren lustigerweise nicht tot, sondern weg. Also ich denke, die haben gedacht, ach du Scheiße, und dann fluchtmäßig da oben wieder rein. Und ich weiß nicht, ob die dann halt eingeschlafen sind oder. Sind wahrscheinlich einfach bei deinem Nachbarn aus dem Boden. Das, ja, wahrscheinlich klopf, klopf, Diele. Durch die Kacheln geschabt. Ja. Nee, mit Schnaps funktioniert es ganz gut. Was hast du gesagt? Schnaps und Marmeladen. Marmeladenreste, genau. Also oder halt irgendwas Konfitüre. Zuckriges. Oh, ich weiß nicht, ob die Wespen solche Feinschmecker sind, dass sie da einen großen Unterschied feststellen. Ich habe auch noch was mit Wachs. Fällt mir auf. Zeig her. Pass auf. Das ist für alte Schubladen gut. Ah, okay. Also Schubladen, die nicht diese Rollführung haben. Ja, ja, die heutzutage. Die sonst, wie bei dem Loriot-Sketch. Genau, die immer so ein bisschen Holz auf Holz schleifen. Ja, die Kommode, die verkantet und schubbert. Ja. Schublade raus und ein bisschen Wachs auf die Berührungspunkte. Nice. Geht auch Paraffin? Geht auch, wenn ihr es zu Hause habt. Wer hat zu Hause Wachs? Naja, ich meine, man kann es einfach so ein bisschen an einem Teelicht reiben. Ja. Und dann gleitet das wieder. Das klingt aber auch nach wie so einem... Wie bei einem Vergleich, den ich jetzt lieber nicht machen möchte, um die Uhrzeit. Ja, geht's um Hunde und Äpfel? Aber das klingt nach so einem Ding, den hast du auch noch von deiner Oma. Das ist jetzt nichts, was man... Das ist so ein richtig altbewährtes... Da ist ja auch die Sache... Man hat ja auch solche Schubladen in der Regel nicht mehr, wenn man cool neue Möbel kauft. Ja, naja, aber wie viele holen sich halt diese... Hast du noch eine zu Hause? Ich habe... Die so... funktioniert? Also einfach nur wirklich eine Schublade. Abgesehen von meiner Küche habe ich keine Schublade, generell in meiner ganzen Wohnung. Ich wollte dich nicht in eine Schublade stecken. Pauschalisierung, ein anderes Thema. Ah, ja. Ja, wo warst du gerade bei Wachs? Da hatte ich... Ach, ja, davor waren wir bei... davor waren wir bei Wespen. Wespen, ja, aber haben wir es nicht schon ausgepeitscht, das Thema? Ich weiß nicht, vielleicht war das auch die Überleitung, die dir einfiel. Nee, aber es gibt eigentlich so viel. Ah, hier, was war das letztens? Den fand ich ganz gut. Wenn man einen Kuchen backen möchte und hat keinen Zucker zu Hause, keine Eier, keine Milch. Aber noch 10 Euro geht man stattdessen zum Butter. Bäcker. Ja? Dann braucht man einfach nur Mehl, wenn man will, Backpulver und
altes Vanilleeis. Bam! Mhm. Weil da ist halt alles drin. Wie in dem alten Kinderlied, wer will frischen Kuchen backen, der muss haben zwei Sachen, Mehl und Vanilleeis. Er macht ganz apathisch komische Handbewegungen dabei mit seinem gesuchten Rhythmus. Nee, aber soll wirklich ganz, ganz einfach sein, wenn du halt, also natürlich nicht alt abgelaufen ist, sondern sagst, von wegen Vanilleeis will ich jetzt nicht. Und das sind, keine Ahnung, also eine ganze Packung reicht wohl, also 500 Gramm sind das, glaube ich, reicht wohl super für... Ich glaube, das kommt auf die Packung an. Ich glaube, da gibt es keine DIN-Norm für Vanilleeis. Für so einen ordentlichen, einfachen, was ist das, ein Topfkuchen mit Vanillegeschmack. Also deshalb, ich fand es faszinierend, weil natürlich alles drin ist und natürlich brauchst du auch nur das Ganze im Verbund, sage ich jetzt mal. Also du brauchst ja nicht die einzelnen Zutaten einzeln. So. Und wenn das halt da alles schon maschinell reingeklatscht ist, natürlich nicht vielleicht das Beste und Leckerste, aber zur Not, wenn, keine Ahnung, Harry aus dem 7. Geburtstag hat und denkst, scheiße, ich habe nur noch das Eis und das Mehl und ich wollte ihm so gerne was. Das passt mit Backpulver zusammen, kannst du dir ja schönen Kuchen backen. Ist das nicht super? Hm. Also natürlich antauen, ne? Nicht, dass du jetzt also war es jetzt Mehl oder Backpulver? Beides. Ah, so ein Aufwand. Du machst immer entweder oder. Ich mache heute Waffeln, aber nur auf Backpulverbasis. Wir nehmen 500 Gramm Backpulver und ein Feuerzeug. Und ein bisschen Luft. Ja, nee, und dann lässt es halt antauen, dass es halt eine schön sämige Masse ist. Und dann rührst du da Mehl und Backpulver dazu und dann einfach nur in so eine, in eine Form reingießen, weil das wohl auch so einen hohen Fettgehalt hat, brauchst du jetzt auch nicht. Beziehungsweise schmiert man heute noch Butter rein, hast du noch hast du noch Backform, wo du Butter reinschmierst, meinst, die meisten haben noch so eine Silikonbackform. Ich habe noch eine, wo ich was reinschmiere, aber das ist halt eine alte Metallbackform, aber das ist persönliche Geschichte. Ja, aber ich meine, das ist doch ein Knaller-Tipp, oder nicht? Ich habe noch einen anderen Backpulver-Tipp. Oh, gib mir einen. Kannst du das MacGyver-Titelthema anstimmen? Ritter des Rechts. Backpulver und Essig. So ein bisschen Haushaltsessig. Essig. Was? Sorgen, bilden Kohlensäure zusammen. Und wenn man einen verstopften Abfluss hat, verstopfter Abfluss, Tipp Nummer 2, Backpulver und Essig und das spült oder sprudelt und löst das auf, was drin ist. Das funktioniert besser bei Küchenabflüssen. Aber bei irgendeinem gängigen Abflussreiniger gibt es doch dieses Problem, dass das je nach Verschmutzung halt eine unheimliche, genau, also nicht nur Klumpenbilder, sondern eine richtig aushärtende Masse und dann halt wohl die Rohre zerstören kann. Weil wenn du irgendwie den falschen Fäkalkollegen da drin klemmen hast. Ja, aber das ist ja ein, also du meinst einen von der Stange Abflussreiniger. Genau, genau. Ja, und ist es nicht Drano dann wahrscheinlich? Und ich dachte, das geht, also das wäre halt irgendwie, die Säurebasis wäre das Problem. Oder ja, aber so. Also die Kohlensäure sprudelt es nur nach oben. Außerdem glaube ich nicht, also ich meine, Essig ist jetzt auch nicht so ätzend und ich kann mir nicht vorstellen, dass es. Also es geht nur um diese physikalische Fähigkeit der Blasen, dass das halt da irgendwas frei drückt. Naja, das ätzt es schon so ein bisschen auf, aber ja. Oh, kennst du diese ganzen bescheuerten Haushaltstipps, was man alles mit Cola anstellen kann? Trinken. Ja, das sollte man ja nicht. Cobra-Liebe mischen. Oder so. Nee, Klo-Reiniger. Und ich habe es mal mit Billig-Cola probiert. Hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob es an der Marke lag. Also Freeway, no way ins Klo. Das bringt nichts. Aber vielleicht mit der Coca-Cola. Da soll es ja angeblich alles, Klostein, hast nicht gesehen, alles dir wegätzen. Genauso wie, da dachte ich immer, das liegt einfach nur in der Kohlensäure. Aber jetzt zum Beispiel Rost, das ist als Beispiel, glaube ich, immer so ein alter Schraubenschlüssel oder sowas. Mhm. Der wird dann halt mit Cola halt eingeschmiert, dann wird er halt da drin 10 Minuten gelassen und dann abgeschmiert und das Ding glänzt wie Sau wieder. Und denkst, also liegt das an der Kohlensäure? Weil früher hieß es ja immer von wegen, hier, guck mal, das macht Cola mit euren Zähnen und da haben sie halt eine Wurst ins Cola gelegt, dann löst sich auf und dachte, ja, aber das macht es auch mit Kohlensäure oder nicht? Also ich meine, es liegt auch nur an der Kohlensäure. Nicht. Ich glaube, es ist nicht die Kohlensäure, ich glaube, es ist generell die saure Konsistenz von Cola, weil Cola auf der pH-Skala schon einen relativ sauren Wert hat. Okay. Also ich weiß, dass mit den Zähnen das Ding ist ein bisschen müßig, weil das macht Magensäure auch, das macht Zitronensäure auch. Also wenn länger irgendwas gurgelt und sich nach dem Cola trinken nicht die Zähne putzt. Wenn man noch welche hat. Ja, vielleicht mal machen sollte. Einfach, oder wenn ihr euch die Zähne nicht putzen wollt, einfach an den Zähnen vorbeispülen. Mm. Apropos Zähne putzen, da hätte ich noch einen Zahnpasta zur Reinigung von den Bartarmaturen. Und zwar raufschmieren die Paste, kurz einziehen, sollte nicht trocken sein, dann sollte man die trocken abwischen und das sei angeblich irgendwie so ein
Kalklöser, dass das irgendwie den Kalk da wegzieht. Ich habe es noch nicht probiert. Also meine Zähne sind auch noch nicht eingekalkt. Oh. Also es scheint schon zu wirken. Apropos Zähne, nee, Säure. Den habe ich früher mal gehört. Was sehr gut sein soll, ist einen Apfel frisch aufschneiden und damit die Windschutzscheibe einreiben. Ja, wirklich. Und dann soll sich so ein komischer Film bilden, dass bei Sprühregen etc. das Wasser super gut abperlt. Habe ich gedacht. So, jetzt, aber das verbinde ich mal mit unserem Tipp von vorhin. Ist die Windschutzscheibe da nicht voller Wespen? Naja, also ich weiß nicht, wenn du 50 fährst und die Wespen auf deiner Windschutzscheibe sitzen bleiben, dann haben sie bleiben wahrscheinlich kleben wegen des Apfelsaft. Ich hab das nie gemacht, weil ich immer dachte, ich habe doch einen Scheibenwischer. Was soll der Scheiß? Aber wahrscheinlich ist es dann halt ganz gut auf der Fahrerseite am Seitenspiegel oder so, weil da wird ja wenig gewischt an der Scheibe, dass du halt dann auch bei Regen dann direkt in deinen Außenspiegel siehst und nicht mehr denkst, ich glaube, da ist was, sondern... Kannst du die Scheibe nicht auch mit Olivenöl einreiben? Bestimmt. Oder einfach mit Butter. Ah, Butter. Und so eine buttrige, hydrophobe Fettschicht. Was ist hydrophob? Wasserfeindlich. Die bindet sich nicht mit Wasser im Gegensatz zu hydrophil und weist das Wasser daher ab. Hm, interessant. Was gelernt. Naja, interessant. Doch, ich finde das super. Deswegen reiben wir uns ja auch mit Butter ein, bevor wir im Regen rausgehen. Hm, das stimmt. Weißt du, wie du Butterschmalz selber machen kannst? Nein, aber ich verlasse mal kurz den Raum, während du es aufsprichst und ich verspreche dir, ich höre es mir nachher an. Na, eigentlich brauchst du ja nichts weiter als, Butter halt die Feuchtigkeit zu entziehen, mehr oder minder, also das Wasser. Du kochst die Butter ganz langsam halt auf kleinen Stufe auf und dann lässt du sie schön rumblubbern und bis sie dann erstmal siehst du ja flüssig, dieses goldbraune, flüssige, durchsichtige und das lässt du weiter und weiter blubbern, bis die ganze Feuchtigkeit verflogen ist oder beziehungsweise, nur noch so eine sämige, also undurchsichtige Masse zu erkennen ist, die dürfte dann also hellbraun, ich habe es einmal gemacht, schon lange her. Und das filterst du durch einen Kaffeefilter, lässt es aushärten und du hast das geilste Butterschmalz überhaupt, dass du dann halt auch damit richtig braten kannst, weil Butter hat ja die Eigenschaft, sehr schnell zu verbrennen. Was ja die Leute nicht wissen, wenn sie sagen, ich habe mir gerade irgendwelche Zucchini-Bratlinge gemacht, stinkt ja alles, ich weiß gar nicht, was liegt. Butter verbrennt bei 180 Grad oder sowas, da hast du nicht viel von. Ja. Schreibst du brav mit? Schreibt ihr brav mit? Ja, Butter verbrennt bei 180 Grad. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Auf jeden Fall brennt Butter sehr, sehr schnell. Ja, man kriegt einen Vollkreis mit Butter beschrieben, okay. Ja. Kennst du noch die Folge Klebstoff selber, bla bla, von Löwenzahn? Da hat er erzählt, wie man, oder gezeigt, da hätte ich gedacht, ja, das funktioniert auch. Wie man nur aus Ohrenschmalz und Smegma. Klebstoff herstellt. Okay. Aus Ohrenschmalz und Tesafilm. Kannst du mal erklären, was Smegma ist für alle jungen Zuhörer? Wie sage ich das? Man könnte auch Knaufkäse sagen. Gehen wir davon aus. Betrachtet die Anatomie des männlichen Körpers. Welcher Körperteil ähnelt einem Knauf? Und dieser wurde so selten gereinigt wie die Küche von Klaus. Das neigt dann zu Verkäsung. Und da gab es doch dieses ungünstigen Aufstrich von irgendeiner großen Käserei mit dem Namen... Das Smegma. Smegma, genau. Und dieser kleine Junge am Frühstückstisch schmierte sich da irgendwas aufs Brot und sagte, das Smegma. Und die Mutter, nein, das schmeckt mir. Und er, nein, das Smegma. Und ich dachte, oh Gott, dass die in der Redaktion nicht irgendwie, dass irgendwer die Hand gehoben hat und gesagt, Freunde, wenn wir das machen, dann gibt es eine ziemliche, keine Ahnung, Verwechslungsmöglichkeit. Aber auf Englisch heißt es ja auch Smeg und es gibt eine deutsche Kühlschrankmarke, die Smeg heißt. Mm, sehr gut. Ja, naja. Wie hieß denn dieses komische blaue Magenkrampf-Maskottchen von irgend so einer Durchfallmarke, wo der Typ dann im Heißluftballon steht und sagt von denen, jetzt kann ich bis nach Australien fahren. Die Marke ist, glaube ich, Imodium Akut. Nehmen und gut. Ach, ich dachte jetzt an was anderes, weil ich dachte, da gibt es auf jeden Fall irgendwas, wo so ein Magendurchfall-Typ hilft und dieses Maskottchen ist so ein blauer, großer Klops. Und hallo, ich bin Kolo, die Kohletablette. Nee, und der wird Lino genannt. Und irgendwie beim Casting habe ich meinen Schauspieler getroffen, lange nicht gesehen. Und er meinte, hey, wie geht's? Ja, super, bin jetzt Vater geworden. Der Kleine ist Lino. Und ich dachte, Also okay, klar, man darf Kindernamen, wenn man einen gefunden hat, nicht googeln, weil man
man wirst immer irgendwie Scheiße finden. Aber außer Dirk und Klaus. Das stimmt. Besonders die Kombination. Die reinsten Namen. Dirk Klaus, komm! Ja, wo war ich denn? Ich hatte doch warst bei Lino, dem Durchfall-Tabletten. Nein, irgendwie so ein Tipps-Ding. Weißt du, was ich auch gehört habe, dass eine aufgeschnittene Avocado sehr gut sei, um beispielsweise Guacamole zu machen? Das. Oder auch Autoscheinwerfer zu reinigen. Da habe ich gedacht, gut. Also was, also das ist ja ein bescheuerter Scheiß. Genauso, was auch sehr dumm ist, Zitrone. Eine nicht aufgeschnittene Zitrone, die man länger frisch halten möchte, im Kühlschrank. Wo ich dachte, die ist doch voller Ascorbinsäure, die hält sich doch 1000 Jahre. Jedenfalls, um sie noch länger zu halten, kann man sie in ein Glas Wasser packen. Mhm. Und zwar so, dass sie anfängt zu schwimmen. Damit es aber noch länger frisch hält, sollte man das Wasser alle 3 Tage wechseln. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wenn ich mir eine Zitrone kaufe, die nicht so lange aushält im Kühlschrank, dass ich sie nach 3-4 Monaten benutzt habe, dann packe ich die doch nicht in Wasser und das wechsle ich alle 3. Was für ein... Unser Haushaltstipp, salzen in Tequila einlegen und so genießen. Was möchtest du? Salzen, die Zitrone salzen und in Tequila einlegen. Ja, aber ich habe auch einen Kühlschrank, hält länger Tipp. Ja, welcher Kühlschrank hält länger? Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Erinnern, Punkt, boom. Surprise. Ja, gut, dann kennst du ihn ja schon. Nein, erzähl. Ich glaube, um Bananen länger haltbar zu machen. Nicht den Kühlschrank packen. Packt man sie mit Äpfeln zusammen in eine Tüte. Ach, und die Äpfel werden dann schlecht. Die Äpfel werfen sich in die Kugel des Schimmels. Also diese Apfelgeschichten, da habe ich ja schon viele gehört. Oder Tomaten nicht neben Äpfel packen, weil die halt irgendwie so ein komisches Gas bilden, was dann halt den Apfel schneller gammelt und so ein Zeug. Das ist ja auch. Und Tomaten nicht in den Kühlschrank. Ja, haben das, nichts das, dort verloren. Ja. Aber, guck nicht in meinen Kühlschrank. Ja, aber also diese Apfel irgendwo hinlegen Geschichte mit anderen Früchten, die kenne ich auch. Also, ich glaube nur, dass es nur der Apfel wird schneller schlecht, weil der Ja. Aber generell Banane in den Kühlschrank, also die wird zwar schnell braun, aber drinnen sehr, sehr, sehr lange haltbar. Das stimmt. Aber gut, Kühlschrank, ne? Hat ja auch irgendwie mal einen Grund gehabt, warum es das gab. Ja, da sind wir wieder bei der RGT. RGT. Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturregel. Ich weiß noch, mein alter Biolehrer hätte uns fast umgebracht, als wir noch nie was davon gehört hatten. Bitte bring mich um. Das war die Lösung für eine Klausuraufgabe und keiner kam drauf und er hat uns alle für absolute Vollidioten gehalten. Ich hoffe, er wollte aber auch die Abkürzung haben. Ja. Naja, ich meine, wir konnten es uns alle nicht. Bei einer Erhöhung der Temperatur um, ich glaube, 10 Grad verdoppelt sich die Geschwindigkeit aller Stoffwechselprozesse. Ja. Das ist faszinierend. Ja, also wir deswegen. Ja, scheiße. Ja. Was ist jetzt passiert? Ich dachte, ich wäre gegen das Mikrofon gestoßen, sodass man es hört, aber man hat es gar nicht gehört. Spannende Geschichte. Habe ich trotzdem geflucht. Tja. Erzähl uns doch lieber noch einen ganz tollen Haushaltstipp. Noch einen Haushaltstipp? Das kann. Nee, warte mal. Ja. Du bist doch. Du, ja. Du bist doch der Superheld aller Reinigungsmittel. Oh Gott, ja. Da du in deinen jungen Jahren als Student. In meinen jungen Jahren, ja. Als lustiges Haushaltssuperwesen. Ich war Reinigungsman. Reinigungsman, genau. Und was war das? Irgendeine Reportage auf NDR? Hier ab 4 auf MDR. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Oder jetzt, du? Jetzt hab ich's, ja, da habe ich es geschafft. Da erkennt er mich vielleicht auch. Hier ab 4 mit dem Reinigungsman. Nee, aber da habe ich zumindest gelernt, dass es keinen Allesreiniger gibt. Sondern was? Es gibt aber im Supermarkt gibt es Allesreiniger zu kaufen. Falsch, junger Mann. Ganz falsch. Es gibt Reiniger, die entweder Fette binden oder die Kalk binden. Aber nicht beides. Oh Gott. Deswegen seifenartige Reiniger reinigen Fett und säureartige Reiniger reinigen Kalk. Aber beides ist nicht möglich, weil ansonsten würden die Seife und die Säure sich schon gegenseitig binden. Und was ist mit Zitronensäure in der Seife? Ja, das geht nicht. Also dann macht die also nichts mehr sauber. Lügen weil die ist an. Dann, das ist ja wohl unglaublich. Das ist die Lügenpresse, die uns hier zitronenhaltige Seife verspricht. Das gibt's ja. Aber nichts liefern. Also gibt es höchstens sie? Seife. Sollten sie aber mit 1530. Nee, 1035 hat die damit, glaube ich, nur gehabt. Ja, verdienen wir pro Podcast, jeder. Minütlich. Ja. Ich dachte, du haust jetzt noch ein paar andere Dinge raus. Aber was habe ich denn noch? Mir fällt gar nichts ein. Jetzt habe ich dich kalt erwischt.
Vielleicht sollten wir so einzelne Bereiche abdecken und dann kommen vielleicht Sachen. Wenn man allgemein sagt, was fällt dir, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber wenn man jetzt so sagt, was fällt dir im Bereich Küche ein? Oder zum Beispiel, genau, ja, diverse einfach gemachte Messerblöcke. Oder man, sagen wir mal, du hast... Ist das schon ein Haushaltstipp? Ist das nicht eher ein Handwerkertipp? Naja, aber ist es doch direkt im Haushalt. Also ich meine, weil die echt so billig sind, da musst du, also das, ja, kriegst du lieber einen Schlag in den Nacken, als sich Handwerker zu nennen. Und zwar alte, schöne Bücher. Alte, schöne Bücher klatscht nebeneinander, hochkant, wickelst du halt einfach... Specht sie einfach. Wickelst du halt einfach halt irgendwie so eine schöne alte Kordel rum, stellst du formschön auf deine Arbeitsfläche in der Küche und rammst zwischen die Seiten dein Messer. Und zack, du hast einen wunderschönen Messerblock. Und dafür möchte ich jetzt aber keine Handwerkershow sehen, dass jemand sagt, hallo, herzlich willkommen hier bei Achims Restaurante oder so. Nee, ich dachte, du gehst auf einen Holzblock ein. Aber ja, ich habe gesagt, okay. Messerblock, der kannst du ja tausendmal ja, dazu. Ja. Ja, auch sehr schön, du kennst doch diese Holzstäbe, die man braucht, um wissen, ob der Kuchen schon durch ist oder nicht. Diese ganz, weiß ich nicht, 20 Zentimeter langen Holzstäbchen. Ne? Ich sage einfach mal ja, um das Gespräch abzukürzen. Okay, ja. Und du holst dir, keine Ahnung, sage ich mal, wenn ein Bund gerade mal so viel ist. Das ist großes Podcasting. Ich habe jetzt meinen Daumen. Du meinst ungefähr so viel? Reingeguckt, er hat reingeguckt. Jetzt wissen wir aber, was ich gezeigt habe, oder? Also ich habe Daumen und Zeigefinger aufeinander und diesen Kreis, diesen Kreis habe ich jetzt gedacht als normalen Einkauf eines Bundes von diesen Holzstäbchen. Die werden ja auch in der Regel im Durchmesser verkauft, nicht in der Stückzahl. Genau. Ja. Und wenn man jetzt vier von diesen Bunden kauft und dann, was ist die Mehrzahl von Bunden? Bund? Bünde? Bund? Bünz? Ja, Bünde. Bund. Ja. Vier davon, die dann wieder mit einem formschönen, oder zwei, oben und unten an den Enden, mit formschönen Wickelmöglichkeiten umwedelt. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit, oben einfach ein Messer reinzustecken. Zack, Messerblock. Gut, ich sage dir das aber nur, weil ich das gesehen habe, weil sonst könnte ich ja auch anfangen, 20 Klorollen nebeneinander, Messerblock. Das ist jetzt, aber das habe ich wirklich gesehen, dass das verkauft wurde. Aber wie stehen die? Naja, wenn du so viele hast, ja, dann steht ja von alleine. Ja, und die halt aber wenn mit jedem Kuchen, den du backst, wird dein Messerblock ja instabiler. Darfst du natürlich für nichts anderes mehr verwenden. Ja, das ist ja Quatsch. Das Buch sollst du auch nicht lesen, wenn da 15 Messer drin stecken. Zumal du die alle aneinander klebst. Ich dachte, ich bringe dich jetzt irgendwie so ein bisschen in so einen Flow, weißt du? Nee. Irgendwelche Flecken reinigen. Hast du irgendwelche bestimmten Flecken, also jetzt abgesehen von deinem Fett-Säure-Ding, dass du sagst, ach scheiße, da habe ich vorhin was gehört. Naja, dass man Rotwein mit Weißwein rauskriegt, das stimmt wohl tatsächlich. Pff, Quatsch. Doch. Ja, doch. Kannst du ein Rosé draus machen? Hast du ein Rosé dann auf deinem Handy? Wie jeder Winzer das auch macht, ein bisschen Rotwein und Weißwein mischen, um einen Rosé zu erzeugen. Ehrlich jetzt? Das funktioniert wirklich. Das hat irgendwas mit den Säuren zu tun. Das habe ich mal bei Brainiac gesehen. Okay. Mineralwasser funktioniert. Mineralwasser und Salz funktioniert auch für Rotweinflecken, wenn sie noch frisch sind. Das, ich war ein sehr ungeschickter Kellner damals. Das stimmt. Naja, ich hab gehört, man kann sich einen einfachen Melonen-Smoothie machen, indem man einen, das ist echt offiziell alles hier, es klingt zwar ausgedacht, aber es sind offizielle Sachen, indem man einen Akkuschrauber nimmt. Man braucht einen Akkuschrauber, ein Metallkleid. Ist das ein Melonen-Smoothie oder ein Melonen-Glory-Hole? Kannst du danach auch für deine privaten Zwecke nutzen. Aber offiziell brauchst du halt einen Akkuschrauber, einen metallischen Kleiderbügel und eine Kneifzange, also einen Seitenschneider. Und dann nimmst du halt den rechten oder den linken. Also ich möchte dich mal mit dem Einkauf aus dem Supermarkt rausgehen sehen, ohne dass die Dame an der Kasse dich komisch anschaut. Ich frage mich, in welchen Supermarkt man geht, wo man Melone als auch metallische Kleiderbügel kriegt. Oder sind die neuesten Kleiderbügel immer an Melonen gebunden? Achso. Also die haben die ja zugemacht. Keiner gekauft, die Kombi. Jetzt kommt's raus. Alles für den Sommer eher interessant. Jedenfalls nimmst du jetzt den Kleiderbügel rechts und links. Dieser Bogen, der für die Schultern da ist. Oder die Schultern simuliert. Das ist vor allem so schön, weil du es also visuell erzählst. Naja, ich muss es erst zeigen, um es dann halt in meinem Gehirn umzusetzen und es beschreiben. Also das ist nämlich sehr schwermächtig gerade. Diese Bögen, die halt die Schultern simulieren,
Das kneift man halt an beiden Stellen. Also, an beiden Stellen ist es schwer. Also, wir sind jetzt auf der rechten Seite beispielsweise. Und von der Schulterspitze bis zur Halsspitze. Und da trennen wir Richtung Halsspitze so ab 20 cm an zwei Stellen den Kleiderbügel. Oh, das war so schwer. Und jetzt hast du halt eigentlich einen Bogen, ein ganz schmales, langes U, wenn man so will. Und die beiden losen Enden, die steckst du jetzt in dein, ja, mach ein Foto für dein privates, ekliges Album. Das ist für unseren Twitter-Kanal. Ja, und die beiden, jetzt hör mal auf, mich durcheinander zu bringen. Entschuldigung. Und die beiden Enden, die beiden Spitzenenden, losen Spitzenenden steckst du jetzt in den Akkuschrauber, ziehst fest und jetzt hast du so einen schönen Bügel, den steckst du, vorher hast du natürlich eine kleine Öffnung in die Melone geschraubt, den steckst du in die Melone und dann wird der Akkuschrauber angeschmissen und dann püriert der das Fleisch in der Melone und dann kannst du dann halt danach schön die Melone als Smoothie genießen. Und wenn du willst, kannst du da sogar noch, weil natürlich dann ein bisschen mehr Platz ist, weil du das Fleisch ja zermatscht hast, kannst du da noch O-Saft oder ähnliches reinkippen. Also, ich finde... Ja, du schreibst dabei und machst noch anderen Quatsch, deswegen kannst du dich gar nicht konzentrieren. Das ist total super, das stimmt, wenn Klaus halt parallel immer irgendwie einen anderen Scheiß macht und somit euch verhöhnt. Denn alles andere, also ich meine... Ja, ich versuche ja nur... Ich ja genau, weil du musst es jetzt gleich, machen, du kannst es nicht später live machen. Gleich, gleich ein bisschen... Später kann er es halt nicht machen. Ein bisschen, ach, scheiße. Sie, jetzt habe ich mich verschrieben. Ach, Gott, nein. Ach, egal. Ich mach live unser Marketing. Entschuldige dich bei den Zuhörern. Nein, ich weigere mich. Entschuldige dich. Wenn ihr hier zuhört, wusstet ihr alle, worauf ihr euch eingelassen habt. Also, entschuldige. Los. Nee, ich weigere mich. Ich war ruhig während des letzten Beitrags. Ihr habt ein bisschen Video, was ihr auf unserem Twitter-Kanal... Du musst dich für deine Fehler entschuldigen, Klaus. Das war kein Fehler. Das war, natürlich. Das war eindeutig eine Maßnahme im Interesse des guten Marketings für unseren Kanal. Vielleicht bekommen wir dadurch sogar einen vierten Follower auf Twitter. Dieses bockige kleine Kind da vorne. Du tweetest ja nicht. Muss ich das machen? Super Argument. Du tweetest ja nicht. Da hat man schon deine Stimme gehört. Ja. Da war die Reue drin. Die Reude vielleicht. Naja. Habe ich noch irgendeinen. So übergeht Haushalts- er das. Dieser ja, völlig zu Recht. Haushaltstipp, was aus. Minze. Tatsächlich ein bisschen, wenn du Zutaten für deine ausgehöhlte Melone suchst. Nee, habe ich nicht gesucht. Minze Trottel. Rein. Minze passt gut rein. Ja, es war aber auch nie die Frage. Ist auch kein Haushaltstipp, wie man Minze in die Melone steckt. Solltet ihr. Erst hört er nicht zu, dann entschuldigt er sich für seine Fehler nicht. Und jetzt ist er versucht, kein Fehler. Das war was, was ihr. Das ist von Relevanz für unsere Online-Präsenz. Nee. Doch. Da muss ich sagen, bist du gerade kindisch. Nee. Nee. Super. Also, wir brauchen Klaus. Mehr Inhalt auf Twitter. Was bricht denn jetzt gerade bei dir zusammen, um zuzugeben, dass du gerade einen Fehler gemacht hast? Das war kein Fehler. Ich hätte es ja ein bisschen eleganter gefilmt, wenn mein Handy nicht im anderen Machst du generell keine Fehler? Raums. Ich mache generell Fehler, aber das war kein Fehler. Ich habe dich noch nie gehört, dass du Fehler machst. Jesus Christ. Das war im Interesse unseres Podcasts. Nein, das Doch. War in deinem Interesse. Nein, das ist ja nicht mein Twitter-Kanal, das ist ja unser Twitter-Kanal. Aber das hättest du ja später machen können. Nee, ich kann uns ja nicht später filmen. Nein, ich meine, du musst es ja nicht danach hochladen. Das Film hat ja nicht großartig unterbrochen. Ja, das Hochladen nimmt ja jetzt auch keine Zeit an. Das Tippen hat aber gerade unterbrochen. Aber ich habe ja sowieso nichts erzählt die letzten 10 Minuten, in das denen stimmt. du erzählt hast, wie man einen Bügel in einen Smoothie verwandelt. Du hast gar nicht zugehört. Wie sollte das schmecken? Das dauert ja jetzt eben. Also bis zum Sommer habe ich das sowieso vergessen, bis ich mir Melonen kaufen kann. Kannst du ja jetzt Melonen kaufen? Hast du die letzte Melone im Supermarkt gesehen? Bei... Ja, wie heißt der Großhandel? Melonen.com? Melontro. Ja, genau. Hm. Ist das nicht von Real aufgekauft oder andersrum? Metro. Ja. Ich glaube ja. Also irgendwie war doch so, dass das wieder so
Es gibt doch nur Real, Edeka und Netto, oder? Netto gehört zu Edeka, glaube ich. Genau, Netto gehört zur Rewe-Gruppe. Und Edeka gehört zur Rewe-Gruppe. Okay. Also Netto ist doch der Discount-Bereich von Edeka. Ich dachte von Edeka. Von Rewe, meine ich. Aber es war doch neulich jetzt in den Schlagzeilen, dass Edeka sich mit Nestle angelegt hat. Deswegen dachte ich, die wären der Dachkonzern. Aber wir waren auch hier bei der Eröffnung von dem Netto. Und da habe ich doch noch nachgelesen und dachte, das wäre eine Rewe-Gruppe, okay. Discount-Dings. So wie Aldi und Lidl unabhängig sind. Genau. Und Lidl, der Marktführer im Discount-Bereich mit völlig zu Recht 1500 Produkten. Und ich glaube, Aldi zieht jetzt nach mit knapp 1000 und ursprünglich 800 oder irgendwie sowas. Und bald mit Wohnungen. Und ach, das hast du erzählt, ne? Die wollten die alle abreißen. Und aber völlig anderes Thema. Ja, aber spannend vielleicht. Okay, also nennen Aldi will die Filialen abreißen, quasi die flachen Filialen, wo sie das Bauland haben und dann da ein ganzes Gebäude hinsetzen, wo unten die Filiale drin ist und darüber könnt ihr dann wohnen. Da habe ich ja schon mal gefragt, ob die Statik des Ladens das nicht hergibt, dass man einfach was oben drauf setzt, warum man das denn abreißt. Ich glaube, es ist einfacher. Einfacher, warum ist denn das? Also du hast schon alles fertig und die sind ja alle würfelförmig. Aber wenn du da, also ich glaube, die sind trotzdem alle irgendwie anders gebaut. Und wenn du da halt irgendwie so einen Standardplan hinbaust. Also ich meine, die Freistehenden. Die Freistehenden haben doch eine einheitliche. Echt? Ich hätte gedacht, dass sie auch eher unterschiedlich groß sind. Lidl ist aber, du hast Aldi gesprochen, ne? Oder Lidl? Aldi, ja. Aldi. Ich habe gehört, dass Lidl angeblich das auch dann da plant nachzuziehen, aber. Sind Aldi und Lidl eigentlich auch Unternehmen mit Franchise-Optionen? Weiß ich nicht. Weil das wäre ja, glaube ich, nicht so gut, oder? Also für die. Für die Franchise-Nehmer, nee, ja. Weiß nicht, aber ich würde sagen, das sind eher so, also von dem, was man immer so mitbekommt, und auch so wie Aldi Nord und Aldi Süd sich bekriegen, würde ich sagen, eher von oben geführte Ketten. Gibt es generell irgendwelche Supermärkte, die Franchising betreiben? Rewe. Ach stimmt, ja. Ach, unser doch, Rewe stimmt. gehört, das verrate ich jetzt nicht, sonst könnt ihr herausfinden, wo wir wohnen. Lutz Ho-West. Bitte was? Wenn du mal auf eine alte Rewe-Rechnung, früher haben wir bei Rewe eingekauft, dann lief das noch besser mit dem Podcast-Geschäft. Das stimmt. Ihr könnt uns sponsern, wenn ihr wollt. Wir haben so viele Früchte gegessen früher. Frische Früchte. Da steht mal Rewe Lutz Ho-West drauf. Ah, okay. Dass du dir das gemerkt hast. Ich war neulich erst beim Rewe, weil ich irgendwas geholt habe, ich weiß nicht mehr was. Bei welchem? Bei Lutz Ho-West. Wieder? Hm. Ach so, ich dachte, du warst bei irgendeinem. Keine Ahnung, Dagmar Meierkopf oder so. Ja, stimmt, an der Warschau ist ja auch eine. Oh, jetzt grenzen wir das Gebiet ganz schön ein, wo wir uns aufhalten. Ich meine in Warschau. Ja, Warschauer Allee, A2. Gerettet. Was haben wir noch für Haushaltstipps? Ach so, ja, Entschuldigung, du willst wieder zurück. Also, ich war so fasziniert von dem ganzen Aufbau. Fußnägel abschneiden, mein Haushaltstipp. Öfter als einmal im Jahr, oder was? Ja, nee, abschneiden, richtig, abschneiden ins Fleisch. Du hast doch auch kurze Fingernägel, oder? Ich habe super kurze Fingernägel. Ich finde das so widerlich, Männer mit Fingernägeln, die über die Kuppe, Fingerkuppe hinausgehen. Ja, ich bin schon, also schon wenn sie bei mir nur so ein bisschen lang sind, hasse ich es, fummel die ganze Zeit dran rum und kann es nicht erwarten, zu Hause wieder an der Pfeile zu sein. Da vielleicht mein Tipp, wenn ihr noch so einen alten Lego-Technik-Motor habt. Ach, das habe ich nämlich früher gemacht. Das ist eine gute Überleitung zu einem richtig dummen Haushaltstipp, der heute wahrscheinlich gar nicht mehr relevant ist. Früher gab es so einen Lego-Technik-Motor, der einfach nur quasi so eine sich drehende Stange hatte. Also diese Kreuzstangen, die damals alles angetrieben haben. Die aus dem Motor herausragt. Genau. Ja. Genau, und dann konnte man das halt über verschiedene Bauteile irgendwie einen Rotor zum Drehen bringen oder ein Rad. Hatte nicht immer ein Zahnrad schon anfangen. Fest dran? Ne? Nee, das Zahnrad war nicht fest dran, glaube ich. Also ich glaube, es war nur die Kreuzstange. Und dann gab es aber halt eines dieser Zahnräder, die nach vorne hin sehr enge Rillen hatten. Und wenn man da den Motor vor aufgedreht hat, hatte man eine super elektrische Nagelfeile. Richtig dumm, richtig faul. Aua. Und ich weiß nicht, ob es die ganzen Möglichkeiten überhaupt noch gibt, heute das nachzustellen. Wahrscheinlich nicht. Auch ein Nagelfeintipp, ganz flache Kieselsteinchen. Das ist meist so eine ganz feine Körnung, dass du da locker deine Finger mit feilen könntest. Du kannst natürlich den sage ich jetzt mal, den Span, den
der Jens Spahn, den Gesundheitsminister? Genau, den kannst du dann halt dann nicht lösen, weil du halt ein kleines Steinchen hast und nicht halt eine Feile. Aber generell kannst du deine Fingernägel damit, falls du jetzt mal wandern bist, outdoor-mäßig und dann abends am Feuer denkst, so viel ich Asche unter Nägel meinen Fingernägeln. Genau. Also dann, peinlich, wenn ich gleich auf der Spitze des Mount Everest bin. Ja. Nächster, aber das ist ja gar kein Haushaltstipp, aber wenn dann, das macht doch gerne Bear Grylls und sowas, wenn er merkt, er hat irgendwie wieder so eine vergammelte Robbe gegessen, dass er dann abends am Feuer sich ein bisschen Kohle nimmt, die dann halt in so einer Art Wasser, also sich so einen Kohletee macht und den dann trinkt, weil er meint, dass die Basis natürlich von Kohletabletten ja auch nichts anderes ist und du brauchst halt diesen Kohlenstoff und dann ist im Darm wieder alles okay und ja, da könnte man auch ohne Bedenken, wenn man nicht zu viel verzehrt, also nicht so gleich so einen ganzen verqualmten Ast morgens sich in den Hals stecken, sondern halt so ein bisschen reinbröckeln in Tee und dann könnte man auch den Magen wieder in Ordnung bringen. Vielleicht auch gut, wenn man die Bananen im Kühlschrank hatte. Genau. Zu lange. Ja, vielleicht auch für zu Hause, wenn man halt irgendwie Nacht durchgemacht hat oder irgendwas und dann merkt man, der Magen rebelliert echt lange und man hat keine Ahnung, Kohletabletten oder sowas und bastelt sich das selber. Macht ein kleines Feuerchen, so. Blöd ist aber halt, wenn man halt irgendwie keine saubere Kohle nimmt, sondern vielleicht beschichtete Laminatplatten zu Hause anzündet und diese dann versucht zu trinken. Also die Kohle. Generell, vielleicht sollte man lackierte Stoffe oder Pressspan, der irgendwie mit Klebstoff zusammengehalten wird, nicht unbedingt anzünden. Was? In geschlossenen Räumen zumindest. Da gab es einen, der gesagt hat, morgen geht's erst richtig los. Und der hat gerne mal so einen Jägerzaun in seinen Ofen gesteckt. Ja, meine Güte, ne? Aber ich meine, wie endete das? Mit heute liegt er einem Lounge-Keller unter der Kneipe. Ja, und der bald geht's richtig los, nächsten Monat. Ja, das stimmt. Obwohl, jetzt glaube ich, schon bald hier die Lampe richtig abgeht. Ja, ja. Ja. Einfach mal an der Fassung geschraubt. Gibt es denn noch so für Haushaltstipps? Habe ich irgendwas mit der Wäsche? Haben wir Wäsche schon geredet? Ah, ich habe irgendwie gerade überlegt. Ach, doch bestimmt guter, ganz viele Wäschetipps, ja. Eine Wäscheklammer, also jetzt keine uralte, sondern normale Wäscheklammer, kannst du sehr schnell umbauen zum perfekten Kabelmantelabschneider. Also beziehungsweise, dass die Ummantelung eines ganz normalen NIM 3x1,5, also eine Haushaltsleitung, die man zu Hause hat, super abmanteln kannst, ohne halt die Adern inne zu verletzen, was ja gerne mal zu Hause passiert, wenn man es selber macht, dann mit einem Taschenmesser anfängt, so rumzuritzen und es dann immer wieder bricht. Und zwar nimmst du eine von einem ganz normalen Anspitzer, nimmst du halt die Klinge, die ganz kleine Klinge, schraubst du ab, die ja meist oben an einem Punkt geschraubt ist und die klebst du mit einer Heißklebpistole an diese Beuge, also quasi an eine von den beiden Backen der Wäscheklammer, sodass die Klinge nach oben zeigt zur Mulde. Und in diese Mulde legst du halt einfach dein Kabel rein und somit ist es aber auf jeden Fall von vornherein schon sicher, dass es halt nicht zu tief einschneidet. Ja. Und dann klemmst du halt einfach nur die Wäscheklammer rum und dann brauchst du einfach nur mit dem Finger ein, zwei, dreimal rumdrehen, öffnest und dann kannst du es halt ganz normal brechen und abziehen. Ja. Und wenn du dann, machen wir gleich weiter, dann hast du ja drei Adern beim normalen 3x1,5 und zwar halt den N-Leiter, auch Nullleiter genannt, L1 Außenleiter oder der Phasenführende und der PE, also der grün-gelbe und die dann abzuisolieren, dann nimmst du halt einfach einen Tacker. Und zwar ein normaler Tacker hat oben ja so eine kleine Schiene, die rausdrückt, um die Tackernadel nach unten zu drücken. Und wenn du keine Nadeln drin hast, also ohne Magazin quasi, ohne gefüllt, legst du da halt dann auf die gewünschte Länge einfach auf den Tacker deine Ader und drückst einmal den Tacker und der zieht dann ganz sauber vorne die Isolierung ab. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ja. Ja, aber. Und somit hast du schön alles vorbereitet für. Ich war gerade so tief in meiner Vorstellung mit einem Tacker. Elektroinstallation. Ja. Aber das fand ich ganz gut. Also, dass zum Beispiel mal eine Ausbildung in dem Quatsch gemacht habe. Oder was ist denn Quatsch? In dem Bereich. Aber für mich war es halt Quatsch, weil ich damit nichts anfangen konnte. Außer zu Hause. Das war ganz praktisch für zu Hause irgendwie. Aber keine Ahnung, vom Aufzugsschrank mit 520.000 Relais und so einem Buch von Schaltung, da bin ich dann eher weich geworden. Dachte, ja, dann kommen wir wohl hier nicht mal aus dem Aufzug raus. Entschuldigung. Sollten wir die jetzt eigentlich mal rausholen? Die sind jetzt so erwachsen. Ich glaube, die. Damals waren sie noch Kinder. Jetzt genau. Schon die dritte Generation da im Fahrstuhl.
Oh. Und ich meine die Band, die dritte Generation. Die Band. Vater, ja, oder? Band in Anführungszeichen, ja, Vater. Ja. Hast du irgendwelche Pflanzentipps? Pflanzen, ich habe gerade überlegt, weil es meinem Rosmarin so gut geht. Aber zeig dein Rosmarin, du hast, wo hast du? Du hast hier gar keine Pflanzen mehr drin, sehe ich gerade. Ja. Das ganze Zimmer ist... Die mussten alle gehen. Oh Gott, Fenster permanent zu, keine Pflanzen. Nee, das war wegen meiner Gäste hier. Graue Haut. Ja, die Kakteen, die würden hier so viel Licht wegnehmen im Raum. Oh Gott, es gab irgendwie eine Kaktee, die immer so einen Selbstmordgedanken hat und sich immer irgendwie zum Rand, so von wegen, dass sie in einem Monat von alleine zerbricht. Julius Cäsar. Ich hab meine Kakteen nach den beiden Triumviraten benannt, aber es haben nur drei überlebt und ironischerweise nicht die aus einem Triumvirat. Ein bisschen kompliziert, historisch. Aber meinem Rosmarin geht es gerade gut, weil das heißt, ich hatte mal gelesen, weil ich dachte, oh Mensch, vielleicht kann ich den noch ein bisschen erhalten. Und dann heißt es, das sind aber nicht die aus dem Supermarkt. Also die aus dem Supermarkt, das ist schon, die sollen nicht lange halten. Aber ja, da steht einen Monat bei mir. Ja. Schön hellgrün oben. Also mein Knaller, der ist zwar auch schon kurz vorm Umkippen, aber mein Basilikum bei Lidl letztes Jahr im Sommer gekauft, ist immer noch da. Also hat vielleicht jetzt noch 4 grüne Blätter, ja. 5, 4. Aber ich gieße halt immer den, sobald der halt irgendwie ein bisschen trocken ist, immer wieder Wasser. Und ich glaube, der hat einfach nur eine geile Position. Der das kriegt halt mit kein, Rosmarin auch. Ja. Kriegt kein direktes Sonnenlicht, aber schon am Tag ordentlich viel Licht. Jetzt weiß ich nicht, weil er auch am Fenster ist, wo ich öfter mal lüfte. Und dann, wenn dann halt minus 10 Grad kalte Luft, ob es daran liegt, dass er gerade abkackt, vielleicht. Vielleicht geht er einfach nur in die Winterstarre. Das stimmt, das sind meine anderen Zimmerpflanzen auch. Das habe ich auch gemerkt, dass ich dachte, oh Gott, der Benjamin ging doch voll ab sonst immer. Und dann wurde mir erklärt, nee, der spürt ja auch die Kälte. Ja. Und dann geht er einfach zurück und wartet. Ja, das habe ich in meiner Eiche jetzt. Ich habe so eine ganz kleine Eiche. Und der habe ich jetzt auch schon im zweiten. Die sieht halt echt aus, als wäre sie tot. Aber das ich dachte, sie hat nicht überlebt. Nee, das hatte die letztes Jahr auch schon. Die tut nur so. Ich meine, die wurde runtergeschmissen von einer. Nee, ich glaube, das war die Esche. Was? Die Esche. Ah, okay, die ist aber durch. Ja, die wurde runtergeschmissen und gegessen. Die wurde gegessen? So eine Esche ist schon ganz schön lecker. Smilman hat die gegessen. Ich weiß nicht. Oh nee. Ja, naja, und der Topf wurde zerbrochen und ich hatte keinen Topf. Und dann wollte ich jetzt nicht extra dafür los einen neuen Topf besorgen. Und, ja, ne? Kennst du diesen Trick? Dann geht's schnell. Ist natürlich auch schon super bekannt. Halt irgendwie so ein Baumwollstofftuch. Nein, nicht Tuch, sondern einfach so ein Fetzen, den du abreißt von irgendeinem Tuch. Der, weiß nicht, muss nicht breit sein, vielleicht 2 Zentimeter breit und dann halt 10 Zentimeter lang, neben die Topfpflanze und das Ding in die Erde stopfen und das andere Ende in einen Topf voll Wasser, dass du halt permanent das Wasser halt zieht. Wie heißt nochmal diese Kraft, die da wirkt, die durch die einzelnen, ist das die Kapillarkraft? Womöglich. Die sich da halt immer durch die Gewebe, dann hochzieht. Egal. Aber damit soll man dann wohl, wenn man halt, natürlich ganz banal, weil man Badewanne zu Hause hat, alle Pflanzen halt rein und dann die Badewanne, also nicht bis zum Rand, aber schön ordentlich voll machen, dann ziehen die sich auch ihr Wasser da raus. Aber wenn man es halt nicht hat. Ist auch einfach mal schön ein bisschen mit seinen Pflanzen zu baden. Ja, auch schön, nicht. Ist entspannt. Oder so lange baden, bis die Algen von alleine kommen. In diesem Biersud, was auch immer da drin liegt. Ja, also was faszinierend ist, es gibt jetzt, also ich meine, manche schwören darauf, aber ich habe jetzt gar nicht so einen, wo man sagt, das ist mein Top-Haushaltstipp. Meine ich eher immer so, die dann im Alltag, die man einfach macht und gar nicht mehr darüber nachdenkt, weil es halt einfach normal ist. Aber was ich letztens gehört habe, habe ich gedacht, also, na okay, manche kaufen halt auch einfach so viel und lagern ohne Ende, aber wie hältst du am besten so eine Packung 500 Gramm Mett? Wie machst du es am besten haltbar für längere Zeit? Das ist eine Frage, der ich mich noch nie stellen musste. Aber wenn, habe ich hier die Lösung. Du nimmst neben den Apfel in den Kühlschrank. Ja, du nimmst einen großen Zip-Beutel, schmeißt da den Klumpen Mett rein, verschließt den bis auf eine kleine Öffnung, dass da halt noch Luft entweichen kann und rollst dann das Mett über die Fläche nach mit einem Nudelholz aus. Und dann sofort in ein Tiefkühlfach, weil dann die Fläche so groß und so dünn ist, dass es sehr schnell gefrieren kann. Und das wohl besser ist, als wenn es in der Packung, in der großen Matsche halt lässt. Und du hast eine Mettpizza.
Genau, und beim Auftauen geht es halt genauso schnell wieder zurück, dass du halt da nicht ewig warten musst, bis das durchzieht, diese Hitze. Das ist ja auch das Ärgerlichste, wenn man darauf wartet, dass das Mett wieder auftaut. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wäre es doch viel lustiger, sich mal beim nächsten Mal im Supermarkt halt so 7 Packungen Mett zu kaufen und die zu Hause alle schön auszubügeln, dass du es wie so ein Ordner in deinem Tiefkühlfach hast. Das ist ein interessantes Hobby. Dezember, November. Und dann ziehst du sie immer raus. Apropos Tiefkühlfach, du hast doch neulich, vielleicht als einen der abschließenden Haushaltstipps, dein Tiefkühlfach mit Olivenöl eingerieben. Wie ist denn da der Stand? Sehr gut. Also wenn man da rüberstreicht, dann merke ich natürlich halt, dass Kondensflüssigkeit da jedes Mal beim Aufmachen halt so ein bisschen sich ablagert. Aber echt erstaunlich. Also ich habe das ja, ist jetzt schon auch 3 Monate her oder so, ne? 3-4 Monate, als dieser Kühlschrank mich so genervt hat. Erstmal das Abtauen habe ich dann ja halt auch nach ein paar Tipps dann versucht zu kombinieren. Das heißt, es war eine Tiefkühl-Kühl-Kombination. Mhm. Das heißt, ich habe dann halt den Kühlschrank nicht ausgemacht, wie es überall immer steht, sondern ich habe gedacht, ich mache es halt einfach mit Salz. Also erstmal mit ganz viel Kochsalz die ganzen Klumpen einreiben und dann einen Topf mit kochendem Wasser reingestellt und dann kurz zugemacht, eine halbe Minute und dann kam mir echt die großen Klumpen entgegen, es ging super schnell ab und den Rest halt mit einem Plastik- bzw. Holzschaber, also bloß kein Metall an den Plastik ran. Logischerweise, ja. Ja, aber manche versuchen ja mit dem Messer da halt irgendwas rauszupuppeln und dann haben sie ein Loch eingeschnitten. Habe ich damals auch schon mal geschafft. Ja, aber weil da das Pizza eingefroren war. Festgefroren. Du musst eine Pizza freischneiden. Genau. Und dann halt natürlich alles trocken legen, mehrfach abwischen, sowas. Zum Schluss dann halt auch gerne mit Küchentüchern, obwohl ich kein Freund davon bin, weil das ist ja echt ein Müllscheiß ohne Ende, aber da ist es halt echt schon, saugt besser als ein als ein normales Handtuch. Und dann halt schön mit Olivenöl, dem eine ganz, ganz entspannte Lumi-Lumi, zweihändige Massage zu geben. Und genau, ein bisschen Licht dem Bert Bacharach anmachen. Und dann ist der Kühlschrank happy. Ja. Hast du noch irgendwie so einen Kühlschrank-Happy-Tipp? Ich überlege auch gerade. Dein Final? Ich habe meinen auch abgetaucht, aber ich habe... Wie hast du es denn gemacht? Ich habe ihn ausgemacht. Aber wie lange? Also hast du es... Es hat schon eine Weile gedauert. Ich glaube, es hat schon eine Stunde gedauert, der ganze Prozess. Okay. Ich habe auch mal Schalen mit kochendem Wasser, aber ich habe es nicht mit Salz eingerieben. Ja. Das Eis, und dann habe ich sie mit so einem Plastikpfannenheber rausgebrochen. Aber es auch, die kamen runter wie die Polkappen. Es sah ein bisschen aus wie diese arktischen Bilder, wo man sieht, wie sich an den Eisbergen so ganze Schichten lösen. Was ich ja gerne probieren möchte, ist, was mir jetzt so kurz eingefallen ist, es gibt ja die sogenannten Waschkastanien, aber diese Fähigkeit dieser Reinigung oder dieses, was ist denn das? Die sind die basisch? Ja. Das soll wohl eine normale Kastanie halt auch haben. Die müsste man bloß dann schälen, zerschneiden und dann erstmal in Wasser ein bisschen einlegen. Und dann, wenn man die schüttelt und sowas, dann löst sich dieses, was auch immer das ist. Weißt du, was bei mir vorm Fenster steht? Eine Kastanie? Oh ja. Hallöchen. Na, du brauchst halt wohl echt schon ein paar. Okay. Aber damit könnte man wohl echt, also wenn natürlich das Verhältnis stimmt und sowas, dann kannst du halt echt deine Wäsche damit waschen und es sei wohl echt krass gut reinigend und man kriegt dann irgendwann wieder einen Duft von Normalität, weil mittlerweile ist ja echt, wenn du in den Supermarkt gehst, die Leute nicht parfümiert, sondern die Pullis parfümiert. Und das ist ja schwierig, finde ich. Also wenn jeder Zweite halt einfach so ein voll parfümiertes Waschmittel nutzt und alle duften sich tot. Also ja, man kriegt ja auch kaum noch was anderes. Ja. Außer man hat dann wirklich so dieses graue Pulver. Ja. Aber da kenne ich es auch, weil ich längere Zeit beim Waschsalon war. Und die Sachen fühlen sich dann nicht sauber an. Ja. Wenn sie nicht so duften, weil man ist so darauf konditioniert, dass das der Duft von Sauberkeit ist. Ich habe ein Waschmittelpulver oder Waschpulver irgendwie letztens gelesen, dass diese großen 10 Kilo Kartons, wo man dann immer denkt, man spart was, weil das ganz, dass die wohl voll die Verarsche wären, dass halt Stiftung Warentest herausgefunden hat, dass so bis zu 40% waschlose Füllstoffe da drin sind. Also einfach nur, um den Scheiß aufzufüllen, bis, also 40%. Also ich sag mal so mancher Drogendealer wird dafür abgestochen. Also das ist, finde ich, voll krass, dass du halt 40% Zeugs drin hast, das nicht reinigt, nicht, es ist halt einfach nur, um das Ganze zu strecken, einfach nur, um es viel zu machen. Wahrscheinlich das Kokain. Ja, also das Konzentrat ist wohl tausendmal besser als diese Monsterkartons, die halt Jahrzehnte die Mütter halt aus in den guten Persil-Werbungen aus dem Supermarkt geschleppt haben und dann immer was zum Jahrestag. Was die für Arme hatten.
Und zum Jahrestag gab es immer die Trommeln. Das waren ja dann schon 15 Kilo oder sowas. Schatz, 15 Kilo Waschpulver. Ja. Jetzt bin ich eine glückliche Hausfrau. Das vielleicht noch als Waschtipp, nehmt antibakteriellen Zusatz. Stimmt, dann wird das Wasser... Müsst ihr nicht so heiß waschen. Ich dachte, dann wird es nicht so dünn, dann wird es nicht so hart. Ach nee, dann dafür brauchst du ja die Antikalk-Tabletten. Ja, genau. Ja, nehmt die um Himmels Willen auch. Ihr glaubt gar nicht, was ihr eine Waschmaschine antut. Oh, da hat mir mal so ein Waschmaschinenexperte gesagt, er packt dafür oben, also macht einmal eine Leerwäsche und macht einmal im Monat oben zur Hälfte voll mit selbstgepresstem Zitronensaft und dann schneidet er noch 4 Zitronen auf und schmeißt in die Waschmaschine und wäscht einmal durch. Habe ich gedacht, aber also ganz ehrlich, da kannst du dir doch auch diese Pads, also wenn ich das hochrechne, was halt ein Pad quasi kostet und was er dann wahrscheinlich 8 Zitronen. Und Wasser und Strom für den Waschgang? Ja gut, ja stimmt, das muss ja auch nochmal separat. Ja. Das ist doch kein Verhältnis mehr. Aber das ist wie die Zitrone im Wasserglas, die ewig hält. Das ist auch totaler Schwachsinn. Ja. Es geht ja oft auch einfach nur ums Prinzip. Das sind so die Leute, die waren dann bei Sat.1 mal als die Pfennigfuchser, die sich zu 100.000 D-Mark gespart haben. Auch sehr sympathisch, ja. Also wir verwenden jeden Teebeutel 2-mal, lassen den Filterkaffee 3-mal durchlaufen und machen jedes Kreuzworträtsel in der Höhe zu mit. Jetzt sind wir auf 100.000 Mark. Ich meine, also wenn Sie damit glücklich sind alleine, dann ist das ja vollkommen okay. Also können Sie ja machen. Also ich meine, ich finde es immer nur ein bisschen schwierig, wenn man dann halt irgendwie ein Teil dieser krassen Pfennigfuchserei halt wird. So. Mhm. Also weil es die Frage, wofür? Also wenn ich das für etwas mache, hat der andere nichts von. Und wenn es halt meine Lebenseinstellung ist, okay. Also ich meine, ich finde es total okay, dass man irgendwann mal darüber nachdenkt, ob man diese Verschwendung auf allen Ebenen, die wir jeden Tag machen, wirklich braucht oder ob man sich da schon an einen anderen Punkt halt einschränken kann. Aber da muss jeder, glaube ich, noch freiwillig seinen eigenen Weg finden, als wenn dann so dogmatisch von anderen das aufgepimpt wird. Ja, also diese Pfennigfuchser-Tricks, die hatten ja auch nichts mehr mit normalem Konsum zu tun. Und es war ja dann wirklich nur noch absoluter Wahnsinn. Also halt wirklich sowas wie jeden Teebeutel 3-mal auskochen. Ja. Und es ging ja auch oft nicht um, wie jetzt der Trend ist, um Gesundheit, sondern da wurde dann halt einfach irgendwie Block-Analog-Käse 500 Kilo auf dem Stück gekauft und sagt, das hält aber für ein Jahr. Also, ja. Aber es geht ja nicht darum, dass du irgendwie überlebst, wenn du in deiner Position eine andere Möglichkeit hast. Vor allem, hast, um 3 Mark zu sparen. Genau. So. Ja. Aber da können sich echt Menschen verlieren. Also das läppert sich. Kleinvieh macht auch Mist. Oh. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, die ganzen Dinger. Wusstest du, dass Eichhörnchen ihre Nüsse separat vergraben? Dass sie halt nicht einfach, wenn die jetzt beispielsweise Mandeln, Haselnuss etc. in einen Haufen packen, sondern sagen, links vorne Mandeln, unten rechts Haselnuss. Fand ich total. Wie sollte man die noch im Supermarkt einstellen? Ja, freundlich, süß und ängstlich. Wie so ein Mediamarkt-Angestellter. Hallekön, nein, nicht. Oh Gott, da stellen wir eine Frage. Aber kann ich Ihnen vielleicht einen Telefonvertrag von Vodafone mitgeben? Was machen eigentlich diese ganzen Firmen, die halt versuchen, Handys zu verkaufen, wo wir alle im Schnitt, was war statistisch gesehen, jeder 3 Handys hat? Ja. Na okay, es geht ja. Neulich habe ich auch irgendwas gelesen dazu, dass jetzt ist der Smartphone-Boom vorbei, weil halt der Bedarf mehr oder weniger gedeckt ist. Aber das war ja abzusehen. Ja, und jetzt geht's halt Wedding ist voll im Kommen, habe ich gehört. Jetzt geht es halt nur noch darum, dass jeder sich jedes Jahr ein neues Smartphone kauft. Ja. Wenn einem nicht das absolut. Apropos, wie ist es mit einem rausgefallenen Display? Das ist super. Da bin ich jetzt gerade am. Funktioniert jetzt getrennt vom Smartphone, nehme ich an. Nee, es hat halt noch die kleine Schnittstelle mit den dünnen. Es sind ja keine Kabel mehr, es ist ja echt nur dieser komische Leiterlappen. Flachbandkabel. So. Ja. Aber das sei wohl dummerweise aus der Serie normal, wenn extreme Temperaturunterschiede passieren, weil das halt so eine Formschlüssigkeit hat, nicht geschraubt, nicht geklemmt, nicht geklebt ist. Und da habe ich mich ganz schön gewundert, weil ich da gerade am Telefonieren war und dann irgendwie gerade im Handy und dachte, ups, und dann guckst du nicht. Ja, aber gut, beim Telefonieren wird es ja auch immer gut heiß. Ja. Wahrscheinlich dummerweise. Ich war draußen, dann drinnen, dann telefoniert, das darf man nicht. Ja, muss man ein bisschen vorsichtiger umgehen mit der Technik als Pfennigfuchser. Jetzt hält's mit Tesafilm. Beziehungsweise, wie ist die Original, also wie sagt man es eigentlich? Gaffer hält die Welt zusammen. Nee, ich meine, Tesa ist ja halt ein Markenname. Was ist es denn eigentlich? Ist es ein Klebefilm irgendwas? Nee, wie heißt es? Klebeband, oder? Klar, Klebeband oder so?
Na, Klebeband nur ist ja auch. Meinst du nicht? Zu allgemein. Aber wenn ihr es wisst, schreibt uns an @fürnüsseport auf Twitter. Ja, oder fürnüsse@gmail.com. Oder geht auf fürnüsseport.com. Da oder ist unsere Website. Schaut euch mit den Ohren Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube an. Ist das jetzt immer die offizielle Anmaut für den YouTube-Kanal? Schaut mit euren Ohren. Na, weil die Bilder sind jedes Mal so wunderschön, da sollte man sich mindestens mal eine Sekunde geben und auch die Texte darunter sind so ja, liebevoll geschrieben. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, was hätten wir noch? Wir können es noch auf Soundcloud. Mit Soundcloud haben wir in letzter Zeit ein paar technische Probleme. Nicht auf Soundcloud hören. Nicht auf, falls ihr das hört, nicht alles auf Soundcloud. Teufel. Ich glaube, es hat das mit unserer Maximalmenge an. Ich versuche es mal rauszufinden, aber Soundcloud ist, glaube ich, auch nicht so relevant als Kanal. Wir bleiben dran von der Redaktion aber von Für Nüsse. Ja, wir schicken das mal weiter an unseren mit recht unterbezahlten Redakteur Markus Wolter. Wenn ihr die Referenz noch versteht, dann seid ihr wahrlich im TV-Konsum der 90er angekommen. Wolter! Ja, das war gut. Und Elvis der Hase. Wir können uns bei iTunes hören, als Fürnüsse mit Klaus und Dirk. Oder ihr hört uns auf Podcast Addict. Das ist die verrückte Android-App. Android-Version von iTunes Podcast-Ding. Ja. Podcast-Ding. Was die gleichen RSS-Feeds abgreift. Wofür steht RSS? Real Simple Syndication. Ach, das ist so einfach. Manchmal. Echt einfach sogar, könnte man sagen. Real einfach. Und die Abmod kommt nicht von ungefähr. Wir sind jetzt bei 70 Minuten. Ach du Scheiße, okay. Ja. Oh, das tut mir leid. Dann sage ich auf Wiedersehen. Bis nächste Woche, ihr Nüsschen. Tschüss. Tschüss, ihr Nüsse. Hallo und tschüss.